Eine gute Rüstung und Waffen sind super wichtig, wenn du in Soul Mask überleben willst. Dafür brauchst du idealerweise dann relativ schnell eine Bronzerüstung oder Ausrüstung. Heute möchte ich dir zeigen, wo du Kupfer und Zinn findest in der Nähe des Anfangsgebietes und was die unterschiedlichen Gefahren sind. Also es gibt unterschiedliche Bewacher bei den Minen. Wir sind jetzt hier bei einer Mine, da ist der Feuersteinstamm. Es gibt aber auch Minen, die nur von Hunden bewacht werden. Ich war hier, da ist auch der Feuersteinstamm und da auch. Und das hier oben wäre eben eine Hundemine, was es wahrscheinlich einfacher für euch macht, da reinzukommen. Das sind Zinnminen. Und hier haben wir eine Mine, wo, ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren es Hunde oder irgendwelche anderen Tiere auch sind. Und wenn ihr jetzt so wie ich Singleplayer seid, dann reicht euch das im Grunde genommen, wenn ihr eine kleine Mine macht, weil ihr könnt es eh nicht alles tragen. Ja? Außer ihr habt jemand dabei oder ihr habt ein Reittier dabei zum Beispiel. Wobei hier vorne gibt es auch schon Zinn. Also man muss gar nicht unbedingt reingehen. Drinnen sind natürlich noch mehr Verteidiger, ja. Für Kupfer ist eine Alternative, dass ihr zur großen Kupfermine geht. Die seht ihr, wenn ihr den nördlichen Regenwaldspeer befragt habt. Und dann ist die links von der Pyramide und sehr deutlich eingezeichnet auch auf der Map. Ihr solltet euch bereits mit einer Bestienknochenrüstung ausgerüstet haben. Und um Zinn und Bronze zu ernten, benötigt ihr auf jeden Fall auch Bestienknochenwerkzeug. Bringt euch am besten ein Reittier mit. Oder eben auch ein NPC, damit ihr mehr tragen könnt. Eine weitere Ressource, die ihr im Anfangsgebiet nur an einer einzigen Stelle findet und die ihr sonst später erst in den fortgeschrittenen Gebieten findet, ist Salz. Ihr solltet euch einfach den Gefallen tun, schon mal hier mehrmals in dieses Camp zu gehen und Salz zu ernten, das werdet ihr später benötigen. In der Nähe des Anfangsgebietes findest du es nur an dieser einen Stelle. Einfach am Strand entlang laufen, vom Anfangsgebiet aus in Richtung Westen. Und dann kommst du zu dieser Saline. Die Saline wird bewacht von 5 NPCs. Die sind jetzt nicht so schwer zu bekämpfen. Du kannst hier schon mal einen Vorrat an Salz anlegen, den du später benötigen wirst. Wenn du wissen willst, wie du schnell an Baumwolle oder zum Beispiel auch Mais kommst, dafür habe ich bereits einen Guide gemacht vor einiger Zeit. Den verlinke ich dir hier jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.